In diesem Video lernen wir wichtige Wörter aus der Küche kennen. Los geht's! Der Geschirrspüler. Im Geschirrspüler spülen wir schmutziges Besteck und Geschirr. Das Besteck, das Geschirr. Der Kühlschrank. Im Kühlschrank ist Milch. Im Kühlschrank bewahren wir Milch auf. Das Gefrierfach. Der Kühlschrank, das Gefrierfach. Der Herd, die Herdplatte, der Backofen. Am Herd kochen, braten, frittieren und backen wir. Ihr dürft auch sagen, wir kochen, braten, frittieren und backen am Herd. Am Herd ist der Dativ und der Dativ darf auch an erster Position des Satzes stehen. Kochen. Wir kochen Kartoffeln. Braten. Lara brät Fleisch in der Pfanne. Frittieren. Wir frittieren mit Öl. Backen. Susi backt einen Geburtstagskuchen. Oder Susi bäckt einen Geburtstagskuchen. Die Spüle. In der Spüle waschen wir Geschirr und Besteck ab. Du trocknest Geschirr ab. Das Spülmittel. Die Mikrowelle. In der Mikrowelle wird das Essen schnell heiß. Der Küchenschrank. Im Küchenschrank bewahren wir Geschirr und Besteck auf. Das Küchenregal. Die Schublade. Nachdem ich abgetrocknet habe, räume ich das Geschirr in das Küchenregal ein. Der Mülleimer. Wir werfen Reste in den Mülleimer. Der Mülleimerbeutel. Der Toaster. Ich mag Toastbrot mit Butter und Honig. Und ihr? Der Wasserkocher. Der Mixer. Der Pürierer oder der Stabmixer. Die Küchenwaage. Die Kaffeemaschine. Die Deutschen lieben Kaffee. Die Kaffeekanne. Die Teekanne. Ich schenke eine Tasse Tee ein. Der Kaffeevollautomat. Das Messer. Mit dem Messer schneiden wir. Das Brotmesser. Die Gabel. Der Löffel, der Esslöffel. Der Löffel, der Teelöffel. In Rezepten lest ihr oft ein Teelöffel Zucker. Der Teller. Die Tasse, die Kaffeetasse. Die Tasse, die Teetasse. Die Untertasse. Die Tasse, der Teelöffel, die Untertasse. Der Topf, der Deckel. Auf jeden Topf passt ein Deckel. Das ist ein deutsches Sprichwort. Die Pfanne. Der Kochlöffel. Der Schneebesen. Die Auflaufform. Das Backblech. Die Backform. Die Schale. Die Schüssel. Die Suppenschüssel. Die Terrine. Die Suppenterrine. Das Schneidebrett. Auf dem Schneidebrett schneiden wir Obst, Gemüse, Brot, Fleisch und Wurst. Der Salzstreuer. Der Pfefferstreuer. Der Pfannenwender. Die Kelle. Das Sieb. Die Teigrolle. Das Nudelholz. Die Reibe. Der Messbecher. Der Schwamm, der Küchenschwamm. Das Küchentuch. Die Küchenrolle, das Küchenpapier. Die Brotdose. Die Frischhaltefolie. Der Dosenöffner. Der Korkenzieher.
Die Küchenschürze. Die Ofenhandschuhe. Weitere Tätigkeiten in der Küche. Schneiden. Sie schneidet Obst in kleine Stücke. Umrühren. Mina rührt Teig um. Die Gurke in Scheiben schneiden. Auspressen. Ich presse die Orange aus. Schälen. Ich schäle Äpfel, denn Äpfel sind lecker. Reiben. Lasst uns Käse auf die Pizza reiben. Decken. Wir decken den Tisch. Und damit sind wir am Ende dieser Lektion angelangt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Ben.